Mein lieber Lars, was sagst du zu den neuen Transparenten? Ich glaube, er findet die gut. Ja. Der Lars. Aber Lars, die dritte ist ja nicht gut bekommen. Nee. Der hat gelitten, der Junge. Ja. Wir brauchen abmachen, das Ding. So, jetzt brauchen wir nur zwei, drei Jungs, die hier mit anfassen. Ja, ja, wir müssen jetzt. Man hat uns ausgebremst, erbarmungslos. Ja. Nicht wahr? Wissen Sie, wofür oder wogegen die demonstrieren? Doch wieder ein paar mehr. Ja, Mann des Bildes. Ich hätte schon so meine. Ja. Aber man kann sich auf die Leute verlassen, das ist gut. Ja, der harte Kern. So, aber siehst du mal, wie hart. Ja. Sven ist auch wieder da. Das ist schön. Ich habe eben auf anderer Seite noch ein schönes Gespräch gehabt. Okay. Die Dame wollte wissen, weswegen wir hier sind. War sehr ausführlich und hat so mit geendet, dass sie sich bedankt hat. Das ist doch gut. Ich habe mich aber auch bedankt. Weil das war sehr gut. Ja, sehr gut. Wer ist denn da? Ich hab deine Aufgabe eben übernommen. Ich habe mit einer Frau gesprochen, da drüben wollte ich wissen, weswegen wir hier stehen. Kein Corona drin, also überlebst du. Ja. Ja. Das ist eine freiwillige Droge. Ja. Mit Genusswirkung. Wann sterbe ich, das kenne ich schon. Ja, irgendwann. Irgendwann, ich auch. An irgendwas. Wenn es ein Mückenstich ist, ne? Mädchen! Alter! Ich blende mal gleich aus, damit die Leute nicht sehen, wie hübsch du heute bist. Damit das nicht so blendet. Ja, nee, was heißt blenden? Nein, das ist magisch. Oh, oh, guck mal hier. Einmal umdrehen bitte. Oh, mein Held, ich danke dir. So, jetzt habe ich was Schönes. So, bevor ich das Mikrofon jetzt an Robert übergebe, oder das ist ja, du bist extra wieder runtergekommen. Und das ist ja wunderbar. Da brauche ich nämlich auch nicht so viel sagen. Das Mikrofon und deine Brille kriegst du. Fotos. Wir machen das beide zusammen. So. Ich grüße mein Hemd. Hannover. Ich bin ein Supporter. Ich will euch mal hören. Wo seid ihr? Wir müssen uns aber auch anziehen. Geil. Ich habe gesagt, das kommt bei mir. Also erstmal ganz großes Dank. Das ist hier mein Maradona-T-Shirt hier. So. Kommt an die Wand, genau. Warum gehen wir auf die Straße? Ja, warum gehen wir auf die Straße? Das ist eine gute Frage. Ich sehe immer verdutzte Gesichter, so wie jetzt gerade da drüben. Wo dann geguckt wird, warum gehen die da jetzt alles weg? Nichts ist weg. Es geht jetzt erst richtig los. Die heiße Phase fängt jetzt an. Und ich rede nicht vom Wetter. Ich rede nicht vom Wetter. Lastenausgleichgesetz, Impfpflicht, Maskenpflicht. Die ganze Chose geht von vorne los. Die ein bisschen gelesen haben, die sich auskennen, die wissen's. Die wissen das. Und ich kann nur alle
immer wieder sagen, guck mal, leistet Überzeugungsarbeit bei Bekannten, bei Fremden, wie auch immer. Ja? Erklär den Leuten, dass sie mal sich richtig zu informieren haben, nicht ARD, ZDF, Sendung mit der Maus und sowas, das hatten wir schon alles. Ganz klares Ding, wir zeigen Kante und wir würden nicht aufgeben, bis unsere Grundrechte wiederhergestellt sind, so wie sie waren. Da rede ich für Bremerhaven oder für Hannover. Wir ziehen durch, egal was passiert. Ich lasse mir meine Freiheit nicht mehr wegnehmen. Und dann kommt ganz klar, Punkt. Haben wir in der Schule mal gelernt, Punkt, Satz zu Ende. Das darin. Ja, dass wir hier in Niedersachsen im Moment so ruhig und friedlich leben, das hat natürlich auch einen Grund, wie ihr alle wisst, September, Wahl. Also hält man sich jetzt hier sehr zurück, dafür machen es ja andere Bundesländer. 2G, 3G, alles schon wieder in der Planung. Maskenpflicht, weil Maske schützt, ja. Also wenn die Maske wirklich schützt, ja, nach dem, was wir bisher wissen, dann würde ich sagen, ist das ideale Gefährt, um Sand zu transportieren, ein Einkaufswagen. Und zwar der, der vorm Edeka steht. Ja, das ist genauso sicher wie die Maske. Wir sollten uns jetzt wirklich darauf vorbereiten. Wir brauchen allen langen Atem. Uns geht auch manchmal zwischendurch die Luft aus. Ich kann nur an euch appellieren, kommt. Ich weiß, was das für eine Ochsentour ist. Wir organisieren das Ganze. Wir entwickeln das jetzt auch so weit, dass wir im Herbst so weit sind, dass wir wirklich so stabil stehen, auch technisch stehen, dass wir hier wirklich auch große Veranstaltungen durchziehen können. Nicht das ist ja hier nur ein kleiner Auftakt. Ja, das ist ja nur da, um den Stadtteilen zu zeigen, wir sind da, wir gehen nicht mehr weg. Unsere Freiheit und die Freiheit unserer Kinder und Enkel nimmt keiner mehr. Und die Grundrechte, die wir haben, die braucht sich niemand hier verdienen. Die hat jeder, der hier ist, weil er hier ist, weil er hier geboren ist. Und das wird sich nie ändern und das werden wir auch durch die Politik nicht ändern lassen. Ja? Selbst wenn man die Legitimierung des Staates mittlerweile dem Verfassungsschutz übergeben hat, mit einer der schwammigsten, Formulierungen, aber zu dem Thema werde ich in Bremerhaven dann noch ein paar Töne mehr sagen. Und das ist etwas für den Herbst, das wird kommen. Man versucht uns einzuschüchtern, ja, dann gibt's mal den ein oder anderen Bußgeldbescheid, wo du dir wirklich mal nur noch an die Mütze fassen kannst. Selbst wenn es nur Haare sind, ist scheißegal, aber das ist wirklich Taktik, das ist Vorgehensweise. Das ist etwas, was ein UN- oder Ex-UN-Sonderbeauftragter zum Thema Folter und Menschenrechte in einem 60-seitigen Schreiben an die Bundesregierung, ja, ganz klar formuliert hat. Es ist ein systemisches Versagen gewesen, ein systemisches Versagen der Politik. Übrigens nicht der Polizei, die sind weisungsgebunden, aber der Politik. Das ist auf 60 Seiten dokumentiert, es ist um Stellungnahme gebeten worden. Und wissen Sie, wie lang die Stellungnahme war? Gar nichts. Die Bundesregierung hat noch nicht mal darauf geantwortet, ja, von einem UN-Sonderbeauftragten. So kann man auftreten, wenn man glaubt, dass man es kann. Und ihr, alle, die hier seid, ja, ihr seid, nur ihr könnt diesen Wahnsinn stoppen. Nicht die 60%, die gemütlich, ja, vor dem Fernseher sitzen, maximal 20.15 Uhr Tagesschau, und da kommt die Wahrheit. Und zwar in gebündelten, ich weiß gar nicht, 20 bis 20.15 Uhr, 15 Minuten. 15 Minuten Propaganda pur. Und jeder weiß Bescheid. Hochgebildete Menschen, auch in meinem Bekanntenkreis, ja. Gürtelrose und Herzmuskelentzündung. Und dann sagt mir ein hochgebildeter, mehrfach studierter mit X-Abschlüssen, gut, dass ich viermal geimpft bin. Ja, da kann ich nur noch sagen, verdammt nochmal, wie ist der Mann durchs Studium gekommen? Wie hat der seine Abschlüsse gekriegt? Muss man nicht denken im Studium? Also bei mir war es zumindest so. Ja, uns hat man dazu genötigt zu denken und wehe, wir haben es nicht gemacht. Uns hat man genötigt, diszipliniert zu sein. Uns hat man genötigt, auch Regeln einzuhalten, die aber vernünftig waren im Gegensatz zu dem, was wir hier und heute jetzt haben.
Also, bitte seid standhaft, seid stark, zieht weiter mit durch. Jeder Quadratmeter, wie ein berühmter Mensch aus Bremerhaven gesagt hat, jeder Quadratmeter der Straße, ja, den wir besetzen, ja, der macht's der Politik schwerer. Macht's der Politik schwer! Macht's ihr richtig schwer! Und nicht nur ein bisschen! Und jetzt, wer ist die rote Linie? Wer ist die rote Linie?